Heute Abend schlägt die Stunde der Wahrheit. Und in der müssen zwei dran glauben. Die Zwillinge sind fix und fertig. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es einfach stärker, dass wir zusammengegangen sind. Weil in dem Moment, wenn welche stehen geblieben wären... Nein, es ist nur der Johannes. Macht uns wirklich... Ja, das ist aber auch, finde ich, ein bisschen gemein von ihm. Weil das ist Erpressung. Man darf euch auch nicht erpressen, irgendwas zu machen, was ihr nicht machen möchtet. Weil vor dem Spiel sowas zu sagen, ist echt... Ja, nee, das finde ich auch. Das geht gar nicht. Mir ist gerade zu Ohren gekommen, dass Johannes den Zwillingen mitgeteilt hat, dass einer von denen gehen muss. Und die wussten jetzt, die werden auseinandergerissen, auf jeden Fall. Das wäre hart, schon mal rein menschlich gesehen. Für mich ist dieser Mann eine Null. Der kann nur trinken. Hey Jungs, Jungs, hey Freunde, hör mal kurz zu. Hier wäre noch so ein Maul voll Cola. Habt ihr Bock drauf? Und jetzt nimmt mal alles nicht so ernst und lacht mal wieder. Ihr seht echt scheiße aus, wenn ihr euch so aufregt. Vor allem Jürgen, ich sehe gerade oben, dass es da so eine Aggressionsfalte bildet. Ich würde jetzt aufhören. Kennt ihr den Spuckeschluck, wenn du gemeinsam aus so einer Flasche trinkst? Und der Jürgen hätte so richtig liebevoll den letzten Spuck. Ich habe mir schon vorgestellt, wie einfach was da unten, da zieht schon Fäden. Zwischen Johannes, reicht jetzt. Johannes, hör auf. Und dann gab es noch eine kleine Eskalation. Dann hat nämlich Johannes einen Spaß machen wollen, der für uns gar kein Spaß war. Willst du jetzt der Moralapostel sein? Nein, ich bin kein Moralapostel. Hey, Johannes, jetzt reicht's langsam. Was? Verstehst Danke. Du? Danke. Das finde ich jetzt echt scheiße. Hier sind Menschen, die machen sich richtig Gedanken und ziehst das alles ins Lächerliche. Nein, und doch. Wenn du es gemacht hättest, dann ist ja gut, aber dann behalt's bitte für dich. Das geht doch nicht darum. Das war jetzt gerade ein Witz, dass man wieder runterkommt. Ein Witz, ja, aber zum richtigen Zeitpunkt. Ich beruhig dich auch. Du als auch. Nee, ich beruhig mich nicht. Schweige. Ich darf heute Abend ja nominieren. Oh, für Jürgen kann das teuer werden. Was hat dieser Mensch für einen Charakter? Von dem habe ich eigentlich sehr viel gehalten. Der hat heute sehr viel Respekt bei mir verloren. Die Zwillinge haben zu Ende nachgedacht. Das Ergebnis? Entweder machen wir das Spiel und wir saven uns oder haben zumindest eine Chance. Oder wir können gleich uns darauf einstellen, dass einer fliegt. Okay, das ist ein freies Land. Wer Cocktail spielen will, darf Cocktail spielen.